Das sah komisch aus. Was war das? Ich weiß nicht, das ist bei allen. Das ist alles falsch. Was ist Flatter? Mein Garten. So sah es vorher nicht aus. Da gab's einen Pfad, der direkt geradeaus führt. Nun ist es weg. Ist okay. Ich denke, alles wird hier okay sein. Halt die Klappe! Sag mir nicht, was zu tun ist. Lass uns gehen. Ich will nach Hause. Okay, der Baum kann sprechen. Wir wollen irgendwie alle nur Witze erzählen. Alles klar. Würdet ihr beiden Mädchen hier einen Witz hören? Hör zu, du dummer Baum. Oder was immer du bist. Ich habe keine Zeit für deine dummen Witze. Zeig mir den Weg nach Hause. Oder sonst gibt's was. Hat deine Mutter dir nichts beigebracht? Was hast du gesagt? Wen denkst du, sprichst du? Geh weg. Du verdirbst mich. Komm zurück, wenn du einigen Respekt hier gelernt hast. Beruhig dich, Flatter. Lass mich mit ihm reden, okay? Okay. Geh und versuch's. Es ist nicht so, als würde er dir irgendwas erzählen. Hallo, Mister. Du siehst, wir haben uns verlaufen und wir haben uns gewundert, ob du uns nicht den Weg zeigen könntest. Warum denn nicht? Es ist meine Ehre, Miss. Was? Danke, Mister. Nun, da gibt's einen Trick, um aus dem Labyrinth zu kommen. Hast du davon gehört? Ich kann es nicht glauben. Kannst du das glauben, Eglette? Ah. Okay. Ich kenne einen Trick, wo man einen Faden durch ein Labyrinth zieht, damit du weißt, dass du dich nicht verlaufen hast. Du hast recht. Nun, es gibt was noch effektiver ist. Wirklich? Bla bla bla. Schau mich nur an. Ich weiß, wie ihr mit Bohem redet. Es ist sehr eindrucksvoll, dass du all die Methoden aus der Labyrinth gelangst. Zu schlecht, dass du ein Baum bist. Ja, willst du es hören? Nun sag es, du ekliger Baum, du hässlicher Baum. Ich will nur nach Hause gehen. Carrying on. Ich weiß nicht, ob das ein guter Trick ist. Es kann ein bisschen dauern. Also wenn man seine rechte Hand dauernd an der Wand berührt, bis man am Ende gelangt. Dadurch wird man niemals sich verlaufen. Ich kann es euch garantieren. Ja. Danke dir für deine Hilfe. Danke dir für deine Hilfe. Woher weißt du, dass der nicht lügt? Er ist ein Baum. Es gibt keine Möglichkeit, dass er weiß, wie man aus dem Labyrinth kommt. Er hat nie gelaufen. Gerne, Miss.
Ja, danke, Mister. Nun denn, lass uns gehen. Bitte sei nicht böse zum Herrn Baum. Er hat uns geholfen, aus dem Labyrinth zu gelangen. Okay. Dann führ du mal den Weg. Dann können wir sehen, ob wir uns... dass wir aus dem Labyrinth kommen. Okay. Meine Lieblingsfarbe ist pink, was ist deiner? Oh, ich mag rot. So ein alter Frauenfarbe. Ja, sie fällt sich wie eine Prinzessin. Sie ist auch eine Prinzessin. Ich mag es, Bücher zu farben. Ich bin in guten Kolorieren. Ich mag sie auch. Wir können zusammen ja mal ein Buch kolorieren. Ja. Ob das gut wird? Mal schauen. Ich hoffe. Wie hast du Egliette getroffen? Oh, das ist eine lange Geschichte. Willst du es hören? Ja. Eines Tages, ich habe ein... Ich habe mich ausgeruht. Wie immer. Aber ich habe zu lange gebraucht. Und das nächste, was ich mich erinnern kann, war es schon zu spät. Also habe ich mich dazu entschlossen, draußen zu bleiben und die Sterne anzuschauen. Okay, eine Sternschnuppe. Und nachdem es in meine Richtung kam, habe ich mich dazu entschieden, es zu fangen. Und es war Egliette. Sie war ein Geschenk vom Himmel. Ah, wirklich? Sie ist sehr, sehr, sehr special für mich. Sie ist mein einzig und alleiniges Sternschnuppe. Das ist großartig, Flitter. Nicht wahr? Okay, die sagen immer das Gleiche. Da werden sogar beides angezeigt. Lol. Ich find's geil. Mal schauen, ob wir aus dem Labyrinth kommen. Ich weiß nicht, ob der rechte Handtrick wirklich nützlich ist. Ich meine, wenn es Sackgassen gibt, dann brauche ich mir eine Ewigkeit. Und der Fadentrick ist eigentlich gut, damit wir uns nicht verlaufen. Also sind das die hier... Sind das deine? Was machen die hier? Diese Stücke haben mich immer dazu gebracht, dass ich verliere. Also habe ich sie hier gelassen, so dass die ihre... Okay. Dass sie daraus was lernen. Ich verstehe. Ja, so meine ich das. Aber er hat recht, dass wir uns dann nie verlaufen. Aber wenn das ein unendliches Labyrinth ist, dann wird es schon ein bisschen dauern. Definitiv. Und Kürbis. Wenn ich groß bin, werde ich zu den gruseligen Kürbissen. Diese, die einen gruseligen und leuchtenden Augen haben. Ich verstehe, ich hoffe, du wirst eins in der Zukunft. Du wirst sicherlich zum Eglierten, Kürbissuppen sein. Vielleicht sollst du es nicht sagen. Und du bist der, der es mir sagt? Lass uns gehen. Ich habe keine Zeit, um mit Kürbissen zu reden. Es tut mir leid, Mr. Pumpkin. Ja, das sind irgendwie zwei Gegensätze. Gegensätze. Warum sind wir hier? War das nicht hier? Nein. Wir werden niemals nach Hause gehen, wenn es so weitergeht. Flatter. Keine Sorge, es wird alles okay. Wir werden sicherlich nach Hause gehen, okay?
Du kannst dir sicher sein. Wir sind hier verloren, weißt du? Ich bin mir nicht sicher, aber wir müssen positiv bleiben. Und ich freue mich schon, mit dir Spiele zu spielen. Also lass uns versuchen, nach Hause gehen. So schnell wie möglich, okay? Okay. Willst du dich ausruhen? Wir können auf dem Bank da sitzen. Hm? Flatter. Hm? Lebst du hier wirklich alleine? Nein, ich lebe hier mit Eliette. Bist du nicht manchmal einsam? Nicht wirklich. Eliette ist immer für mich da. Egal was passiert. Verstehe. Da bin ich froh. Warum fragst du? Willst du auch mal meine Freundin sein? Ich? Nein, ich meine, ich habe dich nicht dazu gefragt, deine Freundin zu sein. Ich weiß nicht. Nudelmöchchen. Du bist schon mein und Eliettes Freund. Richtig? Eliette sagt gar nichts. Ich habe immer ein bisschen Angst. Siehst du? Danke, Flatter. Vergiss nicht auch Eliette zu danken. Oh, danke, Eliette. Ja. Nun, lass uns gehen. Wir können hier nicht jeden Tag hier bleiben. Den ganzen Tag hier bleiben. Ja. Eliette macht mir noch ein bisschen Angst. Ich meine, bis jetzt hat die oder der noch kein Wort gesagt. Irgendwann kommst du von hinten und dann... Was soll das bedeuten, Kürbisse? Eure Hoheit, ihr seid zur rechten Zeit gekommen. Mein Freund hat gesagt, er glaubt mir nicht, dass jeder Kürbis hier innen drinnen Süßigkeiten hat. Nein, haben sie nicht. Ich habe keine Süßigkeit in mir. Oder irgendetwas. Ich habe so etwas nie gehört. Ha, wusste ich's. Nein, ich schwöre, ich lüge nicht. Bitte beruhigt euch beiden. Nun, es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer richtig liegt. Wir müssen euch nur öffnen und dann könnt ihr es selber sehen. Nicht öffnen? Warte, Flatter, würdest du ihn nicht verletzen? Was hast du interessieren? Das ist für eine größere Bedeutung. Warte, bitte öffne mich nicht. Dann was? Gibt's keinen anderen Weg, um das herausfinden? Du kannst versuchen und den Süßigkeit durch seinen Mund, ja. Oh, richtig, lass uns versuchen. Du machst es. Ich? Warum ich? Weil ich das gesagt habe. Okay. Nun sag ah. Ah. Das ist eine leckere Angelegenheit. So. Was ist da drinnen? Pumpkin-Charm. Was zum Teufel ist das? Nun. Du bist ein Lügner. Nein, bin ich nicht. Hier bist du. Du bist ein fetter Lügner. Hey, mach dich nicht über mein Gewicht lustig. Lassen wir die mal in Ruhe. Mr. Duncan, können wir dich eine Frage stellen? Nun ja, du kannst das. Weißt du, was hier mit dem Garten passiert ist? Ich habe keine Idee, wie schrecklich das war. Ich habe noch nie so ein Event in meinen 5 Monaten meiner Existenz erlebt. Was passiert? Siehst du? Ich habe mich nur ausgeruht und dann war alles dunkel. Und der Garten war schon so, nachdem ich aufgewacht bin. Also weißt du nicht, was hier vor sich geht. Nicht wirklich, nein.
Ja, und die beiden streiten sich. Egal was der Baum gesagt, er kann zwar richtig liegen, aber das hilft uns nicht wirklich. Weil es kann dann durchaus eine Ewigkeit dauern. Und man kann Rätsel raten, gucken, welcher Weg richtig ist. Und wenn wir den Faden haben, können wir schauen, aha, da geht's nicht, da waren wir schon. Es geht durchaus schneller. Und wenn wir jeden x-beliebigen Weg jetzt nehmen können mit dem rechten Handtrick, könnte es auch sein, dass da eine Falle ist. Und dann, ja, keine Ahnung. Also wir können den Trick auf jeden Fall benutzen. Wir können auch beides benutzen. Okay, was sagt Flitzer? Dein Haar ist so lang. Es ist wirklich schön. Danke, Flitzer. Deine Eis funkeln. Sie erinnern mich von Kirschen. Wirklich? Hm? Fatty Marbles. Denkst du nicht? Okay. Was hat das zu bedeuten? Oh, sie hat ein Planetarium. Du hast ein Planetarium? Hm. Manchmal schlafe ich ein, während ich die Sterne anschaue. Es muss wundervoll sein. Alter, sie hat ein Planetarium? Wie groß ist denn ihr Schlo... Was passiert? Ich weiß nicht, aber wir sind jetzt an einem anderen Ort. Naja, wir sind wieder zurück. Also der rechte Handtrick. Das klappt. Das sieht man. Es ist immer gut, positiv zu denken, aber man muss auch aufpassen, ob das richtig ist. Ich kann schon sagen, dass unser Protagonist noch ein bisschen lernen muss. Aber es ist nie falsch, positiv zu denken. Es ist immer wirklich wichtig, positiv zu denken. Aber nicht vergessen, was Realität ist. Du bist nah, du bist nah! Du bist so nah! Na, zu was, Mr. Pumpkin? So nah am Rande. Was? Ich, Prinzessin Flitter, der Rieger von alles. Ich schwöre, dass wir Freunde für Ewigkeit sind. Nun, Miss, es ist dein Zug. Sei denn, du gibst Prinzessin Flitter dein Wort oder du wirst brennen. Oh, ich schwöre, ich werde für immer mit Flitter befreundet sein. Ein Versprechen, die niemals schwindet. Oh. Mit dies, dann können wir für immer Freunde sein. Ja. Aber wenn du mich jemals betrügst, dann weißt du, was passiert. Oder, Igliette? Nun, lass uns gehen. Ich ahne schon. Ich glaube, Igliette hat was vor. Es hat immer noch keinen Mucks gegeben. Na toll. Jetzt sind wir hier. Auf jeden Fall können wir hier nach oben. Rechts können wir nicht. Können wir nach links. So, dann gehen wir nach. Moment. Nochmal nach rechts. Okay. Bist wirklich nutzlos. Flitter.
Na toll. Sollte ich wieder laden? Ich möchte, dass sie weiter mit uns mitkommt. Aber das ist uns eigentlich nicht möglich. Also wenn wir es gleich geschafft haben. Wir haben es doch eigentlich geschafft. Scheiße. Ja, wir sind dauernd nach rechts gegangen und das ist falsch. Hoffentlich kriegen wir sie. Sonst muss ich wohl wieder laden. Ich möchte nicht, dass da irgendwas passiert, irgendein Event. Das wäre in dem Fall nicht sehr gut. Die Bäume. Ein Hoch auf den Kürbiskönig. Ich ignoriere die mal. So, die Frage ist, wo ist Flatter jetzt? Nicht, dass wir dadurch ein schlechtes Ende kriegen. Da ist Flatter. Du dummer Baum. Nimm das und das. Du Lügner. Flatter, warte. Was machst du? Beruhig dich. Warum schlägst du ihn? Er hat uns angelogen. Nein, hat er nicht. Beruhig dich, okay? Warum haben wir es verlaufen? Es war meine Schuld. Dann warum hast du es nicht gesagt? Es tut mir leid. Okay, dann verlaufen wir uns nicht, okay? Ja. Flatter, redet Eglette eigentlich? Ja. Aber sie redet nur mit mir. Ich bin der Einzige, der versteht, was sie sagt. Ich verstehe. Hey, willst du ein Lied hören? Oh, ja. Der Lied von Pocket Mirror. Ja, du singst richtig gut, Flatter. Ja? Wirklich? Wie bist du, das kennen wir schon.
Ja, wir haben aber die Funktion zu laden. Das heißt, wenn wir noch einen Fehler machen, aus irgendeinem Grund. Wieso bürgt sich unser Charakter ist wirklich sehr nett, auf jeden Fall. Wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Ich hoffe, es ist der richtige Weg. Nicht, dass wir dann plötzlich woanders landen. Ich hoffe auch, dass das keine Auswirkungen hat. Das wäre irgendwie nicht so gut. Das ist es. Wir haben es geschafft. Ich bin so froh. Lass uns reingehen. Ich habe so viel, das ich dir zeigen möchte. Ja, lass uns. Eure Hoheit, ich bin froh, dass du wieder zurück bist. Ist irgendwas passiert, Kürbis? Oh nein, nicht wirklich. Ich bin nur froh, dich zu sehen. Oh, Kürbis. Soll ich fragen, was dies passiert? Oh, sie ist nur eine Freundin. Hallo, Freund. Du bist ein schönes Mädchen. Ah, danke, Kürbis. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Also, wenn Flatter nur wüsste, was Egliette gemacht hat, seitdem, während sie geschlafen hat, bis sie in der Kiste eingesperrt ist. Sie ist meine Freundin. Kann ich mit ihr befreundet sein? Ich hatte nie Freunde. Du gehörst mir. Ich glaube, beide müssen noch ein bisschen lernen. Aber unsere Protagonisten sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Mal gucken. Schöne Tür. Okay, die Tür kann sprechen. Sag mir, Prinzessin Flatter. Wie würdest du denn singen? Ding Dong, Ding Dong. Sag mir, mein Freund. Würdest du ein Lied hören? Ding Dong, Dong, Ding. Sag mir dann, was ist der Regel vom Frühling? Dong, Ding, Ding, Dong. Oh, bitte, Miss. Wehe, du machst es falsch. Dong, Ding, Ding, Dong. Keine Sorge, mein Freund. Ich würde niemals unser Lied vergessen. Ding Dong, Dong Ding. Mein Regel ist, nicht alle schönen Mädchen brauchen einen König. Komm zu Haus, Prinzessin Flatter. Bitte, komm rein. Danke, Tür. Die Frage ist, wer hat den Garten zum Labyrinth gemacht. Wir sind endlich hier. Willkommen zu meinem Puppenhaus, Miss. Das ist dein Haum? Das ist schön. Nicht? Ich habe einen speziellen Kürbis hier und hat die ganze Dekoration gemacht. Ich sehe. Nun, lass mich dich mal herumführen. Okay. Ja, hier ist ein Kürbis. Hast du? Was gibt's, Kürbis? Sein Zahn ist gefallen und möchte etwas vom Zahnprinzessin haben. Wie? Oh nein, Kürbis. Es gibt keinen Weg, dass dein Zahn anfassen würde. Aber Prinzessin! Das ist Kürbis. Stattdessen ein Zahn. Und ja, er hat dich nur nicht gefragt, alles. Ist das so? Warum machst du es dann nicht? Gerne. Keine Sorge, Mr. Pumpkin. Ich tue es für dich. Du wirst? Wirklich? Ja. Oh, schau mich nur an. Ich bin so freundlich und ehrlich. Okay, dann sag A. Ah. Ah.
Ach, die Prinzessin, ne? Bin's fertig. Oh, danke, 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 Miss. Gerne, Kürbis. Ich hoffe, die Feenprinzessin kommt heute Nacht. Ich auch. Danke sehr, Miss. Seid jetzt fertig? Ja. Verschwende ich meine Zeit. Ich will jetzt spielen. Es tut mir leid, Flitter. Okay, sie ist sehr verwöhnt. Ich mag Sonnenbaden. Okay, da können wir speichern. Aber wir reden erstmal mit den anderen hier. Willkommen zu Hause, Prinzessin. Wer ist das, Prinzessin? Oh, sie ist eine spezielle Freundin von mir. Hallo? Hallo, Miss. Willkommen zu Hause. Danke, Kürbisse. Ja, geh ich. Ich verstehe, ja. Ist das so, Kürbis? Komm schon, lass es gehen. Noch mehr Charms. Okay, Leute, ich würde sagen, das wär's mit der Session. Es hat mich sehr überrascht, dass wir quasi einen weiteren Charakter gekriegt haben. Flitter, die verwöhnte kleine Prinzessin. Sehr interessant. Und was ich noch dazu sagen will, ist, dass unsere Protagonistin auf jeden Fall sehr freundlich ist. Vielleicht noch ein bisschen naiv. Das ist schon okay. Aber ich muss schon sagen, sie muss schon ein bisschen lernen, aber das ist eben ihr Charakter. Und ja, und die kleine Prinzessin ist viel zu ungeduldig und ja. Ich bin gespannt, was sonst noch passieren wird. Ich hoffe, es hat keine Auswirkungen, dass wir dauernd verlaufen sind. Ich hoffe nicht, ich denke nicht. Okay, da geht's nicht weiter, auf jeden Fall. Hoffe ich, ihr habt euren Spaß, ich hab meinen Spaß. Und wir speichern jetzt nämlich. Keine Ahnung. 8. Leute, wir sehen uns. Don't look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the sun.